Bonjour, merci, dass ihr das Astrid-Lulling-TV-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Seit dem 1. Juli hat Polen für dich seit das Land 2004 Member von der Europäischen Union gauf, für 6 Monate Präsidentschaft von der Europäischen Union. Wir haben zwar seit 2009 einen ständigen Präsident, den Herr Herman Van Rompuy, für die Reunionen von den Chefs d'État, des Gouvernements, des Staats- und Regierungschefs zu präsidieren. Das sind die berühmten Zommen, die lohme oft statt von den Visos. Aber nach immer besteht die rotierende Präsidentschaft, das heißt, alle 6 Monate könnte ein einer von den 27 EU-Ländern drin an das Land präsidiert, dann alle Ministerräte, die sich mit den europäischen Gesetzen auseinanderzusetzen haben, aus allen Sektoren, zum Beispiel Minister von der Landwirtschaft, Transport, Binnenmarkt, Finanzen, Steuern und so weiter. Also die Probleme, die ich alle gut direkt an ihrem alltäglichen Leben angehen. An der Plenarsession vom Europäischen Parlament zu Straßburg vom 4. bis zum 7. Juli gaufet wie Gewinn am Anfang von so einer 6 Monate langen Präsidentschaft ein Ausspruch mit der polnischen Präsidentschaft. Die polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat da selber das Programm von ihrer Präsidentschaft vorgestellt an einer Rede, die auf alle Fälle gut angekommen ist. Bei denen Deputierten, die überzeugt sind, dass man für die Lösung von den vielen großen Problemen, mit denen Europa heute konfrontiert ist, echt mehr Europa brauchen wie weniger Europa. Bei mir am Studio ist mein polnische Kollegin Gräfin Rosa von Thun und Hohenstein. Sie schwätzt gut Deutsch. Danke, Rosa von Thun und Hohenstein, dass Sie bereit waren, mit mir unsere Zuhörer zu informieren über die polnische Präsidentschaft. Die Rede Ihres Ministerpräsidenten kam ja bei der Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments gut an. Sogar der sozialistische Fraktionschef, der ja nicht zur politischen Familie des polnischen Ministerpräsidenten gehört, hat gesagt, wir haben eine große Rede gehört. Der liberale Fraktionschef hat gesagt, wir hatten einen der wenigen europäischen Leader gehört, der nicht in Richtung Nationalismus und Populismus unterwegs ist. Und sogar die grüne Fraktionschefin hat zu Herrn Tusk gesagt, seine Rede habe gezeigt, dass das Bewusstsein um den Wert dieses Europas die polnische Präsidentschaft prägt. Sie hat auch noch gesagt, schon allein dafür, Herr Premierminister, sind wir Ihnen dankbar. Und sie hat gesagt, Europa leidet unter der Haltung von Regierungen, die parteiübergreifend vor Verzweiflung und Ideenlosigkeit die Position vertreten, man könne in diesem globalen Dorf, in dem ein Ereignis an irgendeiner Ecke der Welt in Sekunden zum Gegenstand der Debatte wird, könne man die Probleme mit nationalen Maßnahmen lösen. Also das war, was die Präsidentin der Grünen Fraktion gesagt hat. Ich finde das sehr gut auch. Und dann wollte ich Sie mal fragen, es ist ja nicht oft, dass Präsidenten gelobt werden im Europäischen Parlament. Die letzte Präsidentschaft, die ungarische, musste ja viel Tadel einstecken. Freuen Sie sich denn jetzt über diese Bewertungen? Natürlich ist es angenehm, vor allem, wenn ich mich daran erinnere, was vor dieser Regierung
Polen zu hören bekam und wie die Laune war und die Stimmung um Polen herum, nicht wahr, in der früheren Regierung und jetzt in diesen letzten 4 Jahren, glaube ich auch, dass diese Regierung tatsächlich spiegelt das, was die Polen spüren, was sie glauben, was sie meinen zu Europa, zu ihren Nachbarn, Näheren und Ferneren. Dieses Engagement für Europa, das man in der Gesellschaft findet, hat der Tusk, der Premierminister, sehr gut vertreten. Vielleicht, ich denke so laut, eine Sekunde noch, dass einerseits spiegelt er das, was die Gesellschaft, die Emotionen und das Engagement in der Gesellschaft, aber andererseits ist er auch ein Motto dafür. Er ist in Polen auch so ein Motto für dieses, was Sie zitiert haben, mehr Europa. Das erklärt er der Bevölkerung, den polnischen Bürger sehr gut. Ja, es ist ja so, in vielen, besonders auch in den alten Mitgliedstaaten, gibt es immer mehr euroskeptische Bürger, die den Mehrwert Europas nicht mehr ermessen. Wie erklären Sie die Begeisterung der Polen für die Europäische Union? Häufig wird in Europa das Wort Begeisterung kritisiert, oder nicht wahr? Man sagt manchmal so mit Kritik in der Stimme Europa-Enthusiasten. Wobei, und das war auch in dieser Rede, der beste Europa-Realismus, das ist Europa-Enthusiasmus, nicht wahr? Die Begeisterung für Europa, das ist das Realistische, weil das ist das, worauf wir alle hier, 500 Millionen Menschen, gemeinsam bauen können. Und das brauchen wir heute. Und das, glaube ich, haben wir verstanden, da wir lange getrennt waren von euch, von den Luxemburgern. Übrigens habe ich fast alles auf Luxemburgisch verstanden. Vielleicht soll ich anfangen, die Sprache zu lernen. Jetzt diese Gemeinschaft, dieses Zusammensein, ich glaube auch der Tusk ist einer, ehrlich gesagt, ich glaube, einer von wenigen, vielleicht nicht nur Politikern, sondern auch Bürger in Europa, der wirklich Gemeinschaft versteht, dieses Zusammensein in Europa, diese Identität, die weiter ist als nur nationale Identität. Er hat noch seine kleine kaschubische Identität, das ist etwas sehr Spezielles. Dann haben wir die nationale, aber diese Erdbeeren von, nicht? Daher kamen die köstlichen Erdbeeren. Die hat man verteilt und ich finde, das muss ich noch, das hatte ich noch vergessen zu sagen. Also zu Beginn der polnischen Präsidentschaft wurde im Parlament Erdbeeren an alle verteilen. Die kamen aus der Region des Präsidenten Tusk. Ja. Und die waren so frisch und so gut wie seine Rede. Das fand ich, das war für mich auch eine Überraschung. Ich wusste nicht, dass das organisiert wird. Ja. Aber was ich wirklich für uns alle finde, und ich hoffe, dass wir diese Debatte vielleicht ein bisschen animieren in der Zeit der polnischen Präsidentschaft, ist dieses, wie viel Bedeutung wir haben, wenn wir gemeinsam halten, wenn wir zusammenhalten. Ihr habt das verstanden, denn Europa hat Polen ja viel gebracht und das haben auch die polnischen Bürger verstanden. Ja, aber wir meinen auch, dass wir profitieren und das war auch in der Rede, um 100-mal zurückzahlen zu können, nicht wahr? Wir zurzeit kriegen wir sehr viele Strukturfonds, Kohäsionsfonds und Polen hat sich verändert in den letzten Jahren. Sie sind sehr gut verbraucht. Ihr habt die genutzt, Gelder gut angewandt. Sehr gut angewandt. Das Land hat sich verändert zu Nutzen von uns von allen. Von allen Bürgern, das ist die Einstellung von allen Europäern. Weil es kommen Investoren, weil es kommen Touristen, weil man kauft in Polen westliche Produkte. Das gibt auch sehr viele Arbeitsplätze in westlichen Ländern. Natürlich. Weil Firmen öffnen hier Verkaufsstellen, da Produktionsstellen und so weiter und so fort. Wir sind ein Organismus. Ich vergleiche das häufig, wenn man den menschlichen Organismus nimmt und ich bin gesund, aber ein Finger ist krank, dann fühle ich mich ganz schlecht. Nicht? Weil der ganze Organismus funktioniert nicht. Und wir müssen, alle Teile dieses einen Organismus müssen sehr gut funktionieren. Und ich glaube, das bringt auch die gute Stimmung in Polen für Europa, dass wir immer mehr dieses Bewusstsein bekommen, wir sind auch nützlich. Nicht nur, dass wir profitieren, aber wir haben was zu geben. Sie haben die richtige Einstellung. Die Polen und auch die polnische Präsidentschaft, wir erhoffen uns deshalb viel davon.
denn es ist sehr nötig, dass wir eine Präsidentschaft haben, die nach vorne guckt und die wisst, die auch weiß, was man Europa zu verdanken hat, dass Europa eine große Mehrheit hat und dass wir unsere Probleme besser zusammen lösen und sie nicht mehr einzeln lösen können. Vielen herzlichen Dank, Rosa von Thun und Hohenstein, dass ich das richtig hinkriege, für, dass Sie bereit waren, mit uns oder mit mir zu sprechen über unsere Sorgen, auch die wir im Parlament haben, und über die polnische Präsidentschaft. Mess hoch, dass der Reis nur geläuft, da bist du geschwind.